das Hoch auf der Macht. Wer er tanzt und lacht. Und was, wenn er sich versteckt? Habt ihr ihn schon entdeckt? Die Eule. Tok Tok, der Specht winkt uns zu. Hallo Tok Tok. Suchst du Hop Hop? Kuckuck. Haha, weißt du, wo er sich versteckt hat? In der Spielzeugkiste. Hallo. Oh, was ist denn da los? Die Spielzeugkiste bewegt sich. Da scheinen viele Sachen drin zu sein. Vorsicht! Hop Hop, hör auf, Spielzeug rumzuwerfen. Was sind denn das für Becher? Tok Tok hat Perlen gebracht. Haha, möchtest du Perlensuppe machen? Und was hat Hop Hop gebracht? Das ist aber schön. Na, ein Boot. Tok Tok, du kannst das Boot im Wasser schwimmen lassen. Das ist ein Rettungsring. Auf jedes Boot gehört ein Rettungsring. Prima! Haha, Tok Tok, was machst du denn da? Steck dein Flügel fest? Hop Hop, hilf ihm! Dankeschön! Ihr müsst die farbigen Becher auf dem Boot stapeln. Wisst ihr, wo sie hinkommen? Versucht, die Becher auf dem Boot zu stapeln. Erst den roten. Hop Hop, leert zuerst die Perlen aus. Schön vorsichtig. Gut gemacht. Hey, ihr beiden, wie viele Becher habt ihr denn? Eins, zwei, drei. Stapelt sie auf dem Boot. Rot, grün, gelb. Super! Hop Hop will das Wasser aufdrehen. Das Wasser läuft und das Waschbecken füllt sich. Das Waschbecken ist voll. Das ist ein See für das Boot. Setz das Boot ins Wasser. Tut, tut! Das Boot fährt von einem Ufer zum anderen. Wir können die Becher mit Wasser füllen. Ein Wasserfall!
Lasst uns das Wasser von einem Becher in den anderen füllen. Vom gelben Becher in den grünen. Vom grünen in den roten. Und vom roten richtet sich Hop-Hop die Flügel. Hey, Hop-Hop, nicht neben das Waschbecken. Hop-Hop, wo willst du denn hin? Renn hinterher und schau, was er vorhat. Hop-Hop möchte das Boot im Pool schwimmen lassen. Hier hat es viel mehr Platz. Es schwimmt. Der Schmetterling möchte mit dem Boot fahren. Hahaha.